Uns Grünen ist es besonders wichtig, dass die größte Kirmes am Düsseldorfer Rhein auch für Menschen mit Handicaps, Rollstuhl, Rollator, gebrochenem Fuß oder vielleicht mit Kinderwagen jederzeit barrierefrei zu erreichen ist. Das muss ein Anspruch sein, den wir auf jeden Fall gewährleisten wollen. Daraufhin haben wir bereits im Juli letzten Jahres versucht, darauf hinzuwirken, dass der Vertrag zur Überlassung der Rheinwiesen an den St. Sebastiano Schützenverein überarbeitet wird in der Form, dass bestimmte Regularien eingefordert werden, damit Menschen mit Handicaps jederzeit und ohne Probleme alle Geräte, Karussells, Zelte erreichen können. Interessant ist, dass auch, wenn man googelt, es wenige Städte leider gibt, die sich das bewusst machen, wie wichtig das ist, Menschen mit Handicaps Zugänge zu ermöglichen und barrierefrei ins Leben zu integrieren. Die Stadt München hat was ganz Nettes geschrieben, das gefällt mir sehr gut. Gäste mit Handicap sind auf dem Oktoberfest willkommen. In dem Fall könnte man sagen, auf der größten Düsseldorfer Kirmes willkommen. Um Barrieren auf der Rheinwiese architektonisch wie im Kopf zu beseitigen, sind in Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat der Landeshauptstadt Düsseldorf einige Vorkehrungen getroffen worden. Im Schaustellerbereich ist es Tradition, ein Herz für Behinderte zu haben. Die Kirmestour im Rolli kann beginnen. Das wäre doch eine nette Idee. Wir haben heute erreicht, nach immerhin 6 Monaten, dass die Düsseldorfer Kirmes 2012 viel barrierefreier gestaltet wird, dass das in die Rahmenverträge mit der Überlassung der Rheinwiesen komplett mit aufgenommen wird. Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit der Verwaltung und würden sagen, unser Auftrag ist erfüllt worden.